Hallo, das wird nichts. Boah, ich. Meine Güte. Wow. Wow. Ja. Und er hat beide Reifen kaputt gefahren. Meine Fresse, ey. Ich wusste es. Nee, ein, zwei, beide. Oh mein Gott. Okay, der. Also bis dahin war's das echt. Das war's. Scheiße, hier habe ich doch vorhin das Fass auf die Straße gestellt. Mann, habe ich mich verlaufen, ey. Das kann nicht sein. Wow. Nimm mal das Zeug schnell weg. Wenn dann nehmen wir das andere Auto da. Dasselbe, oder? Den jetzt gemacht. So, geht doch. Hier ist es wegfeiert, Alter. Ich fand's interessanter so. Warte, nicht? Kannst du das reinbauen? Ich glaube nicht. Ich glaube, ihr könnt das halt nicht. Doch. Hä? Die Sachen könnt ihr, aber die Motorteile nicht, oder was? Doch, ich kann alles reinbauen, ich kann es nur nicht mehr ausbauen. Ach so. Jetzt ist alles drin. So. Halt. Zündkerzen? Ist drin. Guck mal, ob... Startet. Einsteigen. Du darfst... Jetzt müssen wir den Sound ausmachen. Ja, er sitzt sich auf meinem Platz, der Arsch. Ich höre noch einen anderen Sound. Ich auch. Du auch? Ja, aber ich glaube, das ist unser Auto. Was habe ich gemacht? Next. Da ist ein Offroader. So, ruhig. Machen wir Motor aus? Ja. Warte. Das Auto scheint zu laufen da hinten. Gehen wir mal hin. Okay, soll ich nicht lieber aussteigen und eine Waffe in der Hand nehmen? Steck mal aus und ich fahr hin und tu so als netter Spieler. Ich kann aus irgendeinem Grund gar nicht aussteigen. Warte, ich kann gar nicht aussteigen. Türen aufmachen. Ja, ach. Ich kann gerade nicht aussteigen, warte mal. Ich weiß nicht warum. Komm her. Ich guck mal, ob ich da eine Tür aufkriege. Ja, das wäre cool. Ja, steig sie bitte aus dem Auto aus. Also eben hat es. Ansonsten bleibst du sitzen und ich. Komm, bleib sitzen. Ich würde wohl keiner klauen. Warum kann ich denn nicht aussteigen? Komm auf, wir gucken danach. Waffe raus. Oh, warte, eben hat es so. Jetzt kann ich's wieder. So, bleib auch nicht hier im Auto. Bleib du beim Auto. Ich fahr hin. Oder meinst du, ich soll das Auto in Sicherheit bringen dann? Ja, falls was sein sollte, ja. Da steht ein Zombie drin, in der Karre. Also schnickst oder was? Ich komm zu euch. Wow. Auf jeden Fall Reifen. Also. Mach mal die Karre aus. Ja, das Ding scheint so schon betriebsfertig zu sein, ne? Aber da fehlt, glaube ich, doch bestimmt noch was. Drei Reifen fehlen mir. Drei Reifen und ein Benzinkanister. Ja, dann wollt ihr sonst weiter zum Bus fahren? Dann gucke ich, ob ich hier ein paar Reifen finde. Oder wollen wir alle zusammen eben gucken? Wenn, dann würde ich alle zusammen gucken. Bleibt einer auf meinem Auto. Nein, stopp. Rückzug. Ihr lauft in die Stadt rein, guckt da nach dem Reifen und ich guck hier im Umkreis ums Auto rum. Lasst mir das ums Auto rum, bitte. Soll ich Elektro durchlooten oder was? Ja, guck. Wenn du Platz im Auto hast für den Reifen, dann definitiv. Dann muss ich den Sedanreifen rausschmeißen. Aber das ist ja dann erstmal egal. Ja, stellt's halt so auf die Straße, dass man nachher holen kann. Oh, Truck.
dir meine Police an. Alter, ich werde übel zurückgesetzt, Mann. Ich glitsche jetzt gerade gegen den Bus. Ich bewege mich gar nicht. Irgendwas haut hier gerade nicht hin. Ich glitsche durch eine Wand. Ja, dann steig aus und lock dich aus. Darf ich das Auto erstmal zum Stehen kriegen? Ja, aber... Ja, Alter, das sieht das übel aus. Drück einfach nur S, nichts anderes. Ich drücke nichts anderes. Lade ja zur Seite hin. Mach einfach Alt F4 und warte, was passiert. Scheiß drauf, komm. Vielleicht bleibt das Auto dann stehen, das liegt vielleicht an dir. Aber mach irgendwas. Ich steig aus. Also Gunny fährt nicht mehr, oder? Oh, jetzt steigt er wieder ein. Und es glitscht weiter und Auto kaputt. So, ich werde jetzt aussteigen. Ich werde die Driver Store zumachen. Ich werde eine Zündkerze entfernen. Keiner damit erstmal losfahren kann. Und suche jetzt einen Vorderreifen. Aber ich habe sie ja zum Glück dabei. Piep. Drin ist er. Okay. Mach guck mal, ob ich das Ding zum Laufen krieg. Mein Bauch hier runter. Geh mal runter. Bei mir steht er richtig rum. Ah, ich suche noch ein Rad. Finde ich eins. Ist da nicht ein das ist doch ein Repair-Kit hinten drin, oder nicht? Nee, hab ich keins gesehen. Oh, das Rad ist ja voll. Das ist ruiniert, das können wir nicht mehr reparieren. Okay, dann muss ich neu suchen. Willst du mitfahren, oder? Probier einzusteigen. Uiuiuiui. Ah. Den hast du ja voll hier in die Bretter. Oh, die Tür! Weil die Türen sind beide rausgefallen. Wo ist denn das Auto? Ja, die sind ruiniert, die Türen. Wo ist denn das Auto? Steht hier direkt an der Straße nach Celeno. An Baum. Siehst du direkt, wenn du vorbeikommen sollst. Ich komme hier nicht hoch! Really? Versuch doch unten mit ein bisschen Anlauf. Unten oder rutscht ins Wasser. Läuft doch die Karre. Haben wir gehabt? Einmal frei. Junge, das Ding geht doch voll ab. Gib mich lieber hier an, dass ich hier aus der Pisse rauskomme. Ich glaube, das Anschieben funktioniert nicht. Der bleibt nach uns im Bus auch nicht mehr raus. Auch. Mal, wir warten mal kurz. Hauptsache du hast einen Spaß, Mann. Ja, ich kann versuchen, die anzuschieben, wenn du das willst. Nein. Okay. Komm vielleicht da hinten, das sieht flacher aus. Ja, jetzt kriegst du doch Speed drauf, Ich wusste, du schaffst es. Ja, ich muss aber aufpassen. Boah. Oh, zum Glück, Alter. Jo, ich schalte nochmal ganz nach unten. Das hat eben auch ganz gut geklappt. So, einen, zwei. Ah, und jetzt bewegt er sich auch nach vorne. Nicht rückwärts fahren jetzt. Nicht rückwärts fahren. Ja, weil du mit deinem Stecktempo vorbeigehst oder was? Wartisch. Alter, ehrlich. Er hat es echt drauf. Bist du eigentlich total dumm, oder? Ich mach gar nichts, Mann. Ach so? Mein Auto macht alles von alleine. Was ist denn los? Ich mach echt nichts. Du bist im Rückwärtsgang. Ach was. Und noch einmal nach oben und dann müsste es gehen. Es geht nicht.
Wie oft soll ich ihn nach oben drücken, Mann? Fuck, ich versenk die Karre. Mm-mm. Mann, bloß weil du das nicht hinkriegst. Leck mich. Ja, ehrlich. Das sind so diese Akkuspieler. Oh, wurde ich zurückgesetzt. Jetzt ist gerade irgendwas nicht in Ordnung hier. Er hält doch nicht an. In der Straße. Er hält nicht an. Er hält nicht an. Ich drück S. Es geht nicht. Ich mache den Motor aus. Also. Oh, Leute. Ja, Mensch. Kann ich noch lenken? Ja. Ja, kannst du. Nicht. Das erklärt auch, warum du mit deinem Auto gerade nicht vorankommst. Also ich fahre noch. Also unmerklich, aber. Jetzt stehe ich. Oh, er steht. Ich glaube, jetzt bin ich wieder in der richtigen Posi. Ich glaube. Geil. Du hängst jedenfalls nicht mehr in der Straße. Ich bin immer noch da, wo ich nicht sein soll. So, Rennauto. Oh, du gibst dir doch ein bisschen Mühe. Komm ich im Rückwärtsgang mehr vorwärts als im Vorwärtsgang, oder was? Weil er rückwärts hoch. Ich drehe sich gerade nochmal, genau. Aber alles, was ich gerade arbeite, darf bei dem rückwärts. Dreht durch. So, komm. Der Bus fährt echt so langsam und kommt langsam nur auf Touren. Ich schieße gleich mehr. Alles bis immer mehr. Oh. Das ist Zimtkerze bei mir. Really? Ehrlich jetzt? Ehrlich. Oh. Ich habe noch Zimtkerze dabei. Ich habe auch noch eine. Achso, okay. Das ist richtig komisch, Renke. Ich mache mal kurz in der Sicht. So, ein bisschen leiser haben wir es jetzt. Ich werde angeschossen. Auf jeden Fall. Ich will jetzt zerschießen das Auto gleich. Hast du mich angeschossen? Hä? Nein. Ihr schießt doch irgendwie auf mich. Also rechts von uns ist ein Zombie. Da ist ein Spieler. Habt ihr den gesehen im Busch? Ja. Ja, dann knallt ihn ab, steigt aus und knallt ihn ab, Mann. Muss ich stehen, weil da steht's nicht. Er schießt! Ja, wir fahren schnell ein Stück und dann hauen wir weg. Wie weit ist sie? Kann einer nach hinten gucken? Nee, ne? Ja, da ist jetzt ein gutes Stückchen hinter uns. Gut, ist bei der Schiene, so. Alles klar. Aussteigen. Und abknallen. Ihr seht auch die Zombies, die laufen da normalerweise gehen. Ah, shit. Wo ist er? Habt ihr? Ich sehe da hinten jemanden, soll ich auf ihn schießen? Nein, warte mal. Wie sind die drei Leute sind wir hier? Hi. Der hat einen Ball. Ja. Ihr schießt auf den da. Ja, cool. Haben wir mal checken. Ja, German. Nee, habt ihr nicht. Wo ist er denn? Seht ihr ihn? Okay. Der ist links von uns, links hinter der Häuser. Ich gehe jetzt hier die Straße runter. Der läuft da hinten immer noch entlang. Der Arm ist gebrochen. Ja, mach mal. Also der eine hier, der ist nicht fast alleine, so wie sie aussieht. Der ist, glaube ich, erwischt habe. Ja, ich weiß gerade nicht, wo er hin ist. Warte mal. Du bist ein erwischt habe. Jemand nimmt Mandal. Was hatte der an? Er ist gerade noch weiter. Hier liegt er, ja. Ja, ich hab ihn erwischt. Die Karre ist ein Offroad, die kann das. Oh. Das ist cool, Mann. Leitplanke Stein. Still.
Alter. Hallo, das wird nichts. Oh, ich. Meine Güte. Wow. Wow. Ja. Und er hat beide Reifen kaputt gefahren. Meine Fresse, ey. Ich wusste es. Nee, ein, zwei, beide. Oh mein Gott. Okay, der. Also bis dahin war es echt cool. Bis dahin war es echt cool. Ich fahr kein Auto mehr. Ey, die Stoßstange, was ist mit der? Oh, die ist auch ruiniert. Mal gucken, ob das geht. Hier ist schon wieder Straßenende. Fuck. Wo fahrt ihr denn gerade rum? Ja, wir sind bei Tscherno. Dubki und so da oben unterwegs. Hoch. Ja, sonst kann ich da auch eben hinspazieren. Nicht, dass ihr. Also, wenn ich fahre schnell, dann ist das eigentlich nicht das Problem. Aber. Sonst würde ich jetzt hier Richtung Balota da unten rennen. Hm. Da sollte ja nicht allzu viel so los sein. Und uns da sonst irgendwie treffen, die Richtung? Ja, bist du schon gespawnt, oder was? Ja. Wo bist du genau? Das sollte hier Elektro sein. Oder Tscherno, warte, ich. Siehst du euch? Ich bin Tscherno. Tscherno, okay. Oh, der war da vorne. Der war da vorne. Was? Er hat mich gittet. Er war da eben, mitten an den mitten an den Häusern. Bergaus. Lass mich raus hier. War du weiter? Wo ungefähr war der? Direkt, wenn du an der Straße lang guckst, ne? Mhm. Links sind dir die ganzen Häuser, wo du jetzt auch dran stehst. Ja, okay. Ich hole eben Ränke und dann kommen wir wieder. Jetzt hat er mich schon wieder fast grau geschossen, ne? Das war auch eine AK oder irgendwas. Wo genau in Tscherno bist du? Fuck, der hat mich, Mann. Scheiße. Am Ortsausgang Richtung Balota wäre ich jetzt gerade. Ja, das war hier. Hier? Ja, das war hier. Fahr weiter. Ja, fahr weiter. Fahr einfach weiter. Schnell weiter. Schon wieder? Ja. Ah, ziemlich nah, ziemlich doll nah. Von links kommen die. Ich bin unconscious. Ja, alles klar. Oh, scheiße. Ich bin auch unconscious. Alter, das ist jetzt rechts, Mann. Warte, von wo denn? Von links aus dem Wald. Ich kann durch das Gelege das nicht genau sehen. Ja, ich konnte es auch nicht. Ich habe geguckt, aber ich habe echt einen Arsch gesehen. Der ist schon bei meinem Fahrzeug. Bist du? Hä? Der ist schon bei meinem Fahrzeug, ja. Zwei Leute. Ich bin komplett. Was? Warum sind die so? Warum sind die so schnell? Oder der? Ach nee, hat dich rausgezogen. Sind das die unsere Leute? Ich frag mal um. User left your channel. Ja, aber die kann doch nicht so schnell bei meinem Auto sein, oder? Hier oder steht ein Bambi. Das sind die nicht. Bei mir steht ein Bambi. Ja, ich hab keinen Bock mehr. Warte mal, hier steht ein Bambi, warte mal. Hier steht ein Bambi gerade bei mir. Und jetzt holt er irgendwas raus und schießt, glaube ich, nochmal auf mich. Jo, jetzt tötet er mich. Jetzt ist reingegangen. Warum auch immer. Ding. Setz dich mal rein und starte die Karre, ob es da wirklich geht. Weg. Geht. Alles. Sehr gut. Wunderschön. 3,5 Stunden. Aber jetzt haben wir wenigstens wieder 2 Autos. Achso, genau, ich wollte jetzt mal nachgucken, wo ich überhaupt langfahren muss.
Scheiße, bin ich eigentlich schon dran vorbei. Okay, die nächste rechts, dann immer geradeaus. Dann links. Okay, die nächste rechts. Und dann eine ganze Ewigkeit fahren. Und dann links und dann wieder rechts. Kriegen wir hin. Alter, ich hab Vorwärtsgang drin. Oh Leute, ich raste aus. Ich bin kurz davor, ich sehe dieses scheiß Airfield schon, ne? Und ich komme jetzt eine kleine behinderte Schräge nicht hoch. Ich nehme jetzt Anlauf. Jetzt kurz reicht mal raus hier. Tja. Aussteigen. Hallo? Steigst du aus? Danke. Ist ja gar nichts drin. Wir haben sie noch nicht aufgestellt. Achso, wir haben erst ein Zelt. Stimmt, die Zelte sind ja gestern mit dem Truck verloren gegangen. Jetzt suche ich nochmal kurz, ob ich noch ein bisschen was zu essen finde. Ich weiß, ich habe ganz viel Fleisch, aber ich möchte jetzt nicht kochen. Ich will nämlich auch gleich los. Und deswegen wäre es ganz praktisch, wenn ich einfach nur eine Dose oder irgendwas finden würde. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Bitte. Wie gesagt, ich verabschiede mich, wünsche euch was. Und bleibt doch so, wie ihr seid und schaut auch morgen wieder rein, wenn es heißt, das ist Let's Play und so. Der Gunshot ist wieder dabei. Ne? Und jetzt euch. Tschüss.